Einbruch in eine WG in Köln-Esch. Jule Polanski und Stefan Sindera gehen dem Notruf der Mieterin nach. Hallo, die Polizei. Schönen guten Tag. Hallo, Frau Friedrich. Ja. Sie haben uns gerufen. Meine Freundin ist da drin. Und Tobias Hallo. Faber. Hallo. Hallo. Ich war in der Küche und da ist ein Typ reingekommen und ich habe ihn mit der Pfanne niedergeschlagen. Ich glaube, der liegt auch noch da. Reingekommen? Wo reingekommen? Durch der die Tür? Der ist von oben runtergekommen, die Treppen runter. Und meine Freundin ist noch da drin. Das ist ihre Wohnung, die man da sieht? Ja. Und das ist eine Maisonette-Wohnung? Ja. Okay. Und ich weiß auch nicht, also ich habe ihn mit der Pfanne niedergeschlagen, weil ich gerade am Saubermachen war. Und der liegt sehr wahrscheinlich noch da. Meine Freundin ist noch Haustür oben. Zugeschlossen? Zugeschlagen. Nur zugeschlagen. Wieso haben Sie denn Ihrer Freundin nicht direkt Bescheid gesagt, sie soll mit runterkommen? Ich habe oben schon geklopft, aber die hat nicht aufgemacht. Die ist im Bad. Okay. Ja, hätten Sie ja trotzdem rufen können. Da ist jemand, ne? Ja, wenn Sie da einen Einbruch befürchten. Einmal bitte aufschließen. Ich habe jetzt so Panik gehabt. Ich bin der Nachbar, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe sie erstmal so ein bisschen beruhigt. Die Beamten wollen die zweite Mieterin in Sicherheit bringen. Doch sie müssen vorsichtig sein. Der Fremde könnte sie trotz Verletzung angreifen. Der müsste jetzt hier eigentlich liegen, im Sichtfeld. Ein bisschen weiter hinten. Hier ist die Pfanne. Hier ist die Pfanne. Okay. Vielleicht schauen wir mal hier. In der Küche ist auch niemand. Hier ist jetzt nichts. Pfanne und Blut. So. Aber hier raus kann er ja auch nicht sein, weil dann wäre die Tür nicht mehr zu. Die Ordnungshüter folgern, dass sich der Fremde noch in der Wohngemeinschaft aufhalten muss. Sie durchsuchen das Obergeschoss, als sich die Situation plötzlich zuspitzt. Hey, wer ist das? Wer ist das? Hey, da draußen ist was. Was war ich gewesen? Lass mich gehen! Ist gut. Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Mann, lass mich doch einfach gehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Leute, lass mich gehen. Ich hab nichts gemacht. Wir klären das jetzt. Wer sind Sie? Gerrit ist mein Name. Okay, hier. Der hat auch den Schlag abbekommen. Hände auf den Rücken. So, komm. Hand auf den Rücken. Irgendjemand hat mich umgehauen. Da der Verdächtige flüchten will, fixiert Stefan Sindera den Mann. Diebesgut trägt er aber nicht bei sich. Jule Polanski ermittelt, was er in der WG wollte. Sie heißen noch mal, wie ist Ihr Name? Herr Beck. Herr Beck. Ja. Wie kommen Sie in die Wohnung von der Frau Friedrich? Ich war oben drüber zu einem Date mit einer Vera. Und die hat mich eingesperrt in die Wohnung. Da wollte ich abhauen, weil sie auf die Toilette gegangen ist, hat sie die Türe zugeschlossen. Da bin ich über den Balkon an diesem Seil entlang, in deren Balkon, weil die Tür dort offen war. Und bin dann in die Wohnung reingekommen. Sie brauchen mir keine Handschellen anziehen. Ich habe nichts Sie gemacht. Diese Vera? Komm so. Die Vera ist, die wohnt auch in dem Haus. Also das ist jetzt nicht Ihre Mitbewohnerin? Nein. Also, okay. Nein. Was soll denn hier passieren? Ich krieg einen Schlag auf den Kopf und jetzt steht die Polizei hier vor der Tür. Meine Mitbewohnerin ist immer noch nicht wieder zurück. Ich habe nichts mit einer Mitbewohnerin gemacht. Wer kommt da? Ja, du kommst von oben. Ja, von ganz oben, weil diese Vera da mich eingesperrt hat. Die hier war das, die! Der war in meiner Wohnung! Ja, aber wegen unserem Date! Hallo! So, jetzt geht mir das alles hier ein bisschen durcheinander, ja? Jetzt kriegen wir hier mal ein bisschen Ruhe rein, ja? Auf Nachfrage von Polizeioberkommissar Stefan Sindera beteuert die dazugekommene Mieterin, den fixierten Mann überhaupt nicht zu kennen. Wir haben uns über ein Portal kennengelernt. Können Sie das irgendwie beweisen? Ja, ich habe hier mein Handy drin. Kannst du da mal? Oder können Sie mich? Sehe ich so als Einbrecher aus mit der Klamotte? Ja, das ist doch keine Frage. Das drücken Sie bitte einmal drauf und nochmal drauf. Dann müsste der Dateverlauf, weil ich eben noch. Lesen Sie mal bitte. Vera, freue mich auf das Date heute Abend. Bleibt es bei 18 Uhr? Freue mich auch. 18 Uhr steht bis später. Ihr hatte ich ein Date. Und sie hat mich eingesperrt. Sie hat von Kindern gesprochen. Vera? Ja, ich bin das. Wir hatten ein Date. Also hatten Sie ein Date? Ja. Okay. Aber wenn ich vielleicht noch was dazu beitragen kann. Nee, aber er wollte abhauen. Er wollte mich da sitzen lassen. Mitten im vielleicht Date. Was zu seiner Entlastung sagen kann. Ich kenne die Dame auch. Ja. Und sie hat mir beim ersten Date direkt mal die 10-Jahres-Planung von ihr aufgezählt. Aha. Also Sie waren auch also schon mit jemandem verabredet? Obsessiv. Ja, ja. Aha. Ja, hat sie auch eingesperrt? Das nicht, aber psychisch stimmt auf jeden Fall nicht. Ja, nee. Komm. Okay.
Mit so Männern wie euch kann ich mich ja gar nicht abgeben. Ja. Das heißt, Sie können auch bestätigen, dass Sie hier mit ihm ein Date hatten. Und ja, Sie haben wir ihn, hatten ein Date. Und ja. Sie haben ihn dann auch eingeschlossen, ja, dass er aber nicht weg konnte. Er wollte abhauen. Er hat mich noch nicht mal kennengelernt. Ja, aber vielleicht sind Sie nicht sein Typ und vielleicht sind Sie ihm ein bisschen auf den Geist gegangen. Und dann hat er gesagt, okay, möchte ich jetzt beenden. Diesen, ja, aber man kann doch nicht mitten im Essen. Wir haben noch nicht mal einen Nachtisch gehabt. Da haut er schon ab. Aber ja, ist ja egal. Meine Freundin ist immer noch nicht zurück. Und wo ist sie bitte? Ja. Oh, ich glaube, da kommt sie gerade. Anna! Was geht hier ab? So, dann habe ich die Anna auch gefunden. Ich war oben im Bad, ich habe mich rasiert. Ich will zum Yoga gehen. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Das ist alles okay. Was ist hier los? Sie haben gar nichts mitbekommen von der ganzen Sache jetzt. Dass bei Ihnen jemand in der Wohnung war, dass Ihre Mitbewohnerin jemand... Ich bin in der Wohnung gewesen, den habe ich niedergeschlagen. Der kam von oben. Oh mein Gott, ist hier irgendwas passiert? Nein. Es hat sich auch alles jetzt aufgeklärt, es war zumindest kein Einbrecher. Ja, man warnt ja gerne uns Frauen, dass man nicht bei wildfremden Männern mit in die Wohnung geht. Vielleicht sollte man auch die Männerwelt davor mal ein bisschen warnen, es geht nämlich auch andersrum. Wir hatten hier die Frau Krüger, die auch sehr uneinsichtig war. Die konnte das gar nicht verstehen, dass das nicht legitim ist, einen jungen Mann bei sich in der Wohnung einzusperren, bloß weil er das Date vorzeitig verlassen möchte, bevor sie mit dem Date fertig ist. Ist natürlich nicht die feine Art und sie hätte hier noch Schlimmeres verursachen können. Der junge Mann hätte hier auch vom Balkon abrutschen können und hätte es vielleicht gar nicht bis in die Wohnung darunter geschafft. Also es ist eigentlich noch mal ziemlich gut ausgegangen. Am Endeffekt hat Frau Krüger trotzdem eine Freiheitsberaubung begangen. Okay. Also eine Dame, die mich beim ersten Date einsperrt, das ist mir auch noch nicht passiert. Also, ja, auch noch nicht. Aber schön, dass so, jetzt müssen wir noch aber einmal klären. Sie haben jetzt trotzdem Schlag abbekommen. Brauchen Sie einen Arzt? Soll ich Ihnen einen Krankenwagen? Ich habe nichts gesehen. Ich bin einfach nur abgehauen aus der Wohnung raus. Ja, tut Ihnen aber jetzt der Kopf noch weh? Gar nichts? Geht, tun ihm eher die Hände weh. Okay. Ja. Weil ich denke mal keinen Rettungswagen. Es ist trotzdem eine Körperverletzung, was Sie jetzt begangen haben. Es tut mir auch leid. Ja, ich mache euch keinen Vorwurf. Wollen Sie da eine Anzeige stellen? Nein, wollen Sie gar nicht. Nichts machen? Okay. Nein, aber Sie. Von Ihnen brauche ich auf jeden Fall einen Ausweis. Wofür? Bevor noch andere Jungs auf. Ja, das werden Sie jetzt von mir erfahren. Frau Krüger. Frau Krüger, Sie sind jetzt beschuldigt an einer Straftat, und zwar der Freiheitsentziehung. Ja? Also es ist nicht in Ordnung. Ich war auf Toilette. Das reicht schon. Es reicht, dass Sie ihn daran gehindert haben, aus Ihrer Wohnung wieder zu gehen. Sie haben seinen freien Willen untergraben. Ich hätte ihn ja wieder rausgelassen. Ja, wann? Aber für den Moment haben Sie es nicht getan. Er musste hier aus dem Balkon klettern. Wenn die junge Frau Friedrich ihn ein bisschen doller mit der Bratpfanne erwischt hätte, hätte es schlimmer ausgehen können. Ja, aber da kann ich ja nichts für, dass er mit der Bratpfanne abgekriegt hat. Also natürlich, weil Sie angefangen haben, ihn einzusperren, haben Sie diese ganzen Verkettungen von den Ereignissen hier ausgelöst. Also sind im Endeffekt Sie die Schuldige für alles, was hier passiert ist. Verstehen Sie nicht? Nee. Okay. Ja, ich habe auch das Gefühl, sowas hätten Sie gerne, weil Sie mit aller 16, Gewalt versuchen, Ihren Mann an sich festzubinden. Das ist die Frau Krüger. So Männer brauche ich gar nicht. Nee, aber das scheint ja so, dass... Ich brauche dich nicht. Kein Mann braucht so eine Frau. Aber das scheint ja so, dass Sie das unbedingt wollen, sonst würden Sie die Männer ja nicht einsperren. Ne? Also von daher, vielleicht gehen Sie mal ein bisschen, weiß ich nicht, 83.000 Steine zählen und werden mal ein bisschen ruhiger. Ne? Es gibt bestimmt, ne, zu jedem Topf passt ein Deckel, es gibt bestimmt jemanden, der auf jemanden auch vom Charakter, wie sie steht, ja? Aber lassen Sie die Männer das entscheiden. So, Frau Krüger, Sie bekommen Post von uns. Sie werden auch von uns Post bekommen, weil Sie sind jetzt alle Zeugen. Die Täterin muss sich wegen der Freiheitsberaubung ihres Dates verantworten.